Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Brandenburg-Journals. Wir haben wieder viele interessante und spannende Beiträge aus unserem Bundesland für Sie vorbereitet. Das Dranbleiben lohnt sich also. Und wir beginnen unsere Sendung mit einem Blick in den Süden Brandenburgs, genauer gesagt nach Cottbus. Dort ist den meisten Handwerkern der Region laut einer Konjunkturumfrage nicht nach Feiern zumute. Ganz im Gegenteil. Sie machen ihrem Unmut Luft und gehen auf die Straße. Vor kurzem waren es an einem Freitag mehr als 2000 Menschen. Die Kollegen von Lausitz TV berichten. Es ist 11:55 und das ist keine reine Uhrzeitangabe, denn für die Menschen, die heute hier auf den Oberkirchplatz gekommen sind, bedeutet es, das Maß ist voll. Sie sind dem Aufruf der Kreishandwerkerschaft gefolgt, sich dieser Kundgebung heute hier anzuschließen und wir haben uns mal umgehört, was sie bewegt hat, warum sie heute hier sind, welche Sorgen und Nöte sie wirklich haben. Rund 2000 beunruhigte Menschen kamen dem Aufruf der Kreishandwerkerschaft Cottbus-Spree-Neiße nach und versammelten sich unter dem Motto: Mittelstand stirbt, raus aus der Krise. Die anwesenden Handwerker wissen genau, was schiefläuft. Ja, wir wollen gegen die steigenden Preise und die Unsicherheit für die Handwerker protestieren. Wir sind nicht mit dieser ganzen Politik einverstanden, die für große Unsicherheit sorgt und uns alle große Zukunftsängste aufbürgt. Wir müssen das Land aufrechterhalten. Wir sind Mittelstand. Wir bringen die Steuern. Ein großes Unternehmen zahlt keine Steuern in Deutschland. Wie soll das hier weiter funktionieren? Also wir gehen für uns und unsere Mitarbeiter hier auf die Straße, um eine verlässliche Politik einzufordern und dass man uns auf alle Fälle nicht vergisst im Handwerk. Denn wenn es uns nicht mehr gibt, dann ist so, wie das da vorne die Redner auch mitteilen oder sagen, dann gibt es keinen mehr auf den Baustellen, dann gibt es keinen mehr beim Fleischer und dann wird es hier dunkel. Tja, unsere Politik, die macht momentan nicht viel. Fürs Handwerk tue ich gar nichts oder wenig. Ja, müssen wir mal schauen. Konkret wünsche ich mir erstmal irgendwo einen funktionierenden Mittelstand. Das heißt in der Industrie verlässliche Preise, so dass wir Material wieder haben. Unsere Hauptprobleme sind momentan Materialfehler. Also wir kriegen kein Material und damit können wir nicht arbeiten. Das ist ein Hauptproblem für uns. Das gibt so viele Probleme und ab 9 Jahren noch mehr. Und damit die Leute aufmerksam werden, auch die Kundschaft, damit sie zu ihren Bäckern um die Ecke weitergeht, auch wenn es dort vielleicht ein bisschen teurer wird. Ja, einfach um aufmerksam zu machen auf uns und die Politik zum Denken anzuregen. Mit Mitinitiatorin und Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Yvonne Zenke habe ich über die aktuell brenzlige Situation im Handwerk gesprochen. Ich wollte wissen, was ihre konkreten Erwartungen an den heutigen Tag sind und welche Maßnahmen aus ihrer Sicht getroffen werden müssen. Prekäre Situation ist im Prinzip der Fachkräftemangel, die Energiekrise, die gesteigenden, Kosten bei den Lieferketten, bei egal ob es Zucker ist, ob es Mehl ist, ob es Metall ist, ob es Dachziegel sind, wie gesagt, auch die unterbrochenen Lieferketten teilweise und der Kreislauf der Wirtschaft ist nachhaltig gestört. Unsere Forderungen sind eigentlich, oder wir wünschen uns eigentlich, dass die Politik mit uns spricht, dass sie das Handwerk auch mal einlädt und sich die Forderungen des Handwerks anhört, eingeht auf bestimmte Dinge und dass einige Entscheidungen nicht so lange dauern, wie sie im Moment gedauert haben. 11:55 war es, als sich die Teilnehmenden hier versammelt haben. Sie wollen die Stimme erheben, sich Gehör verschaffen. Vor allem eins ist herausgekommen, die Wertschätzung, die fehlt dem Mittelstand. Genau das verlangen sie von der Politik, Wertschätzung und schnelles Handeln. Der Mittelstand, die Handwerkerschaft, sie wollen gehört werden, sie wollen Anerkennung für die geleistete Arbeit. Die Demonstration läuft jetzt durch die Innenstadt und versammelt sich dann wieder auf dem Oberkirchplatz. Wie die Forderungen ausgehen und welche Wirkung diese Veranstaltung heute hier hat, wird sich zeigen. Liebe Zuschauer, auch in dieser Ausgabe des Brandenburg-Journals setzt meine Kollegin Ulrike Beckmann ihre Tour durch das untere Odertal fort. Dieses Mal besucht sie Kuno und zwar mit etwas Sorge. Denn der slawische Name des Ortes bedeutet übersetzt der Ort, an dem viele Mücken sind. Durch Kummerow verlaufen der Uckermärkische Radrundweg und die Kranichroute. Bauernhäuser sorgen für ländliches Flair in einer Umgebung, die nicht mückenbeherrscht wird, sondern eher von fleißigen Bienen, die für süßen Honig sorgen.
Gestochen wurde ich bislang nicht, das mit den Mücken ist also nebensächlich. Vor mir liegen jetzt ein paar Kilometer bis nach Kuno und Kuno hat sogar eine eigene Hymne, die meine Kollegin Anne Wohlgemuth, die jetzt gerade hinter der Kamera steht, für sie passend zu den Bildern erklingen lassen wird. Es gibt einen Ort in Aukermark, der ist uns wohl bekannt. Kuno heißt der schöne Ort, ja so wird er genannt. Kuno, Kuno, ich hab dich so gerne. Kuno, Kuno, du bist mein Zuhaus. Kommst du mal als Besucher in diesen schönen Ort, dann sag doch einfach guten Tag, das ist das Zauberwort. Kuno, Kuno, ich hab dich so gerne. Kuno, Kuno, du bist mein Zuhaus. Feuerwehr und Dorfverein, das sind die großen Stützen. Sie haben sich zusammengetan, sie wollen Kuno nützen. Kuno, Kuno, ich hab dich so gerne. Kuno, Kuno, du bist mein Zuhaus. Die Kirche ist der Mittelpunkt, sie ist marot und alt. Wir kümmern uns um diesen Ort, er gibt den Menschen Halt. Kuno, du bist mein Zuhaus. Das Dorfleben, das Miteinander, hat in Kuno einen großen Stellenwert. Hier hat nicht nur das Uckermärkische Feuerwehrmuseum seinen Sitz, sondern auch die Weihnachtsbaumplantage, die alljährlich zu Weihnachten Christbaumjäger aus nah und fern anlockt. Kleine Ortsteile von Kuno sind Vogelsangsruh und Niederfelder. Auf asphaltierten Pfaden radle ich nach Hohenfelde. Der Ort versprüht durch und durch Landcharme. Jetzt, liebe Zuschauer, werden wir sportlich und blicken in die Landeshauptstadt. Vor kurzem hat Brandenburgs Staatssekretär für Sport, Steffen Freiberg, die Trainingsstätten für olympische und paralympische Athleten besucht. Meine Kollegen von Hauptstadt TV waren dabei. Gemeinschaftlich Großes erschaffen. Nach dieser Maxime funktioniert das Trainieren am Olympiastützpunkt in Potsdam. Das Ergebnis sind olympische und paralympische Medaillen. Auch weil die Brandenburger Politik seit 30 Jahren unterstützt. Insgesamt sind fast 100 Millionen in das Gelände am Luftschiffhafen investiert worden. Circa 30 kamen aus Mitteln der Politik. Ich glaube, in Brandenburg ist der Sport ein ganz besonders wichtiges Politikfeld und entsprechend auch immer im Fokus sowohl der Öffentlichkeit als auch im politischen Raum. Und die Zusammenarbeit funktioniert hier hervorragend. Das muss man, glaube ich, neidlos anerkennen. Da greift Hand in Hand und sowohl hier vor Ort zwischen den Beteiligten als auch mit dem Land und dem Bund werden hier immer gute Lösungen gefunden und da bin ich sehr dankbar für. Doch um weiterhin ganz vorne mit dabei sein zu können, muss weiterhin in Standort und die Digitalisierung sowie die Struktur investiert werden. Beginnt bei zeitgemäßen Krafträumen, über ein neues Domizil für die Kanuten, bei denen der Trainingsbetrieb während der Bauphase natürlich weitergeht. Insgesamt sind wir in einer schwierigen Situation, das haben Sie richtig beschrieben, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Brandenburg insbesondere beim Sport, bei der Sportförderung nicht nachlassen werden. Gerade in puncto Parasport bietet der Stützpunkt in Potsdam entsprechende Möglichkeiten für ein gutes, zielführendes Training. Die Vorfreude auf die in Berlin 2023 stattfindenden World Games ist darum groß.
die Special Olympics, die in Berlin und Brandenburg stattfinden. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Das wird, glaube ich, für die ganze Region ein ganz bewegendes Ereignis. Und ich hoffe sehr, dass damit auch der Parasport noch mal ein bisschen stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Besonders ins Auge fällt diese Trainingsstation am Potsdamer Olympiastützpunkt, denn die schwimmenden Sportlerinnen und Sportler können dort kräftezehrend, aber natürlich gewinnbringend trainieren. Also tatsächlich, jetzt gerade wo wir bei den Schwimmern sind, ist das schon sehr beeindruckend, mit wie viel Kraft und Eleganz gleichzeitig da natürlich trainiert wird und mit wie viel Leidenschaft. Aber insgesamt sind alle Sportarten natürlich in ihrer Art immer besonders und wir hoffen natürlich in allen Bereichen, dass wir mit den Medaillen gut absteigen. Die Entwicklung des Olympiastützpunktes in Potsdam ist beeindruckend, doch so wie sich der Spitzensport stetig ändert und die Leistungen immer schneller und die Zeiten besser werden, so müssen auch die Trainingsbedingungen mitwachsen. Ein interessanter Wettlauf, den man in Potsdam und in Brandenburg aber ganz sicher nicht verlieren will. Im Gegenteil. Sie sind die Experten für Arzneimittel und neben den Ärzten die wohl wichtigsten Ansprechpartner, wenn wir gesundheitliche Probleme haben. Der Beruf des Apothekers ist anspruchsvoll und mit viel persönlicher Verantwortung verbunden. Die Kollegen vom Teltow-Kanal haben sich einen Tag lang angeschaut, welche Herausforderungen Apotheker heutzutage bewältigen müssen. Morgens um 9 in der Apotheke Stahnsdorf. Susanne Schleier und ihre Mitarbeiter sortieren Medikamente, die gerade geliefert wurden, und buchen sie ein. Bis zu 3-mal pro Tag geht das so, je nachdem, wie viel die Kunden bestellt haben. Der Kontakt mit ihnen, genau das mag sie an ihrem Job. Ich glaube tatsächlich, dass man nur Apotheker oder Apothekerin sein kann, wenn man mit Menschen umgehen will. Also dieses Soziale, mit dem Patienten, mit dem Menschen zu reden und dem auch helfen zu können, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. So, da ist noch die Salbe zum Einreiben. Brauchen Sie denn sonst noch irgendwas? Susanne Schleier hat erst Bankkauffrau gelernt, doch rein betriebswirtschaftliches Arbeiten lag ihr nicht. Deshalb stieg sie um und studierte Pharmazie. Doch das Know-how aus dem ersten Beruf hilft ihr auch heute noch. Zahlen und Papierkram, auch das gehört zur Leitung einer Apotheke. Die Apotheke Stahnsdorf gibt es seit den 30er Jahren. Susanne Schleier übernahm sie 1994. Heute hat sie 22 Mitarbeiter, 10 davon allein für das Corona-Testzentrum nahe der Apotheke. Susanne Schleier schaut nur hin und wieder nach dem Rechten. Ansonsten läuft der Betrieb hier autark. Ja, Corona hat uns, würde ich sagen, wie ein Taifun hinweggefegt. Als das losging, haben die uns hier gestürmt, alle in Panik. Wir wussten ja auch nicht, wie es geht. Wir haben versucht, uns dann den Kopf oben zu halten. Dann haben wir eigentlich das Gefühl gehabt, dass niemand in der Politik auch überhaupt nur annähernd eine Ahnung hatte. Wir haben immer Anweisungen bekommen, die eigentlich rückwirkend schon umgesetzt worden hätten sein müssen. Wir haben das dann langsam gelernt, vorzudenken, was eigentlich passieren könnte, und haben demzufolge dann Maßnahmen ergriffen und haben so seit 1,5 Jahren Testzentrum. Da haben wir uns eigentlich am meisten freigeschwommen, was so die Corona-Bearbeitung angeht. Auch Schutzimpfungen gegen Corona und Grippe bietet die Apotheke an. Das übernimmt eine frühere Studienkollegin von Susanne Schleier. Unsere Teamatmosphäre ist sehr gut. Wir sind gut miteinander im Austausch. Es ist ja immer viel zu tun. Wir machen das so, dass wir uns morgens kurz absprechen. Wie ist die aktuelle Lage? Und was auch sehr schön ist, dass wir füreinander einspringen, wenn Not an Mann oder Frau ist. Keine Seltenheit, denn zu tun gibt es immer mehr in der Apotheke. Dazu gehört das Anmischen von Rezepturen im eigenen Labor. Immer dann gefragt, wenn Kunden Medikamente von der Stange nicht gut vertragen. Dann nimmt ja auch insgesamt ein bisschen das Problem mit den Hauterkrankungen, Allergien und so zu, sodass die Leute natürlich froh sind, wenn wir ihnen etwas mischen, was jetzt A für sie gut ist und B auch möglichst wenig allergieauslösende oder sonstige reizende Stoffe hat. Ohnehin ist Biomedizin, vor allem die Mikronährstoffe, ein Steckenpferd von Susanne Schleier. Zusammen mit einem Pharmaunternehmen hat sie eine eigene Produktionslinie aufgelegt. Vitalstoffe, Vitalpilze und Biokosmetik. Klingt nach einem guten Geschäft. Stimmt es also, das Klischee vom reichen Apotheker?
Die Margen werden immer kleiner, sodass man jetzt, also dass die Realität komplett von diesem Gefühl, was viele Leute haben, entfernt ist. Also heute ist das Einkommen nur ein Bruchteil dessen. Trotzdem müssen sie sehr viel investieren. Das Warenlager ist groß, sie brauchen eine Ausstattung. Die Apothekenbetriebsordnung schreibt viel vor und das führt ja auch zu dem Apothekensterben oder zu immer weniger Neugründungen. Und zu Nachwuchsmangel. Immer weniger junge Pharmazeuten wollen sich den Stress antun, suchen sich lieber einen Job in der Industrie. Da ist auch die Politik in der Pflicht, findet Susanne Schleyer. Ich wünsche mir, dass tatsächlich noch mehr Politiker, so wie wir das jetzt hier machen, sich unseren Beruf mal angucken und sehen, wie viele Kleinigkeiten, die doch so viel Platz einnehmen, vor Ort nötig sind, um diese Leistung zu erbringen. Das wird ja immer am großen Tisch gerechnet und man sagt, man muss es noch preisgünstiger machen. Und wenn man dann vor Ort ist, dann würde jeder Politiker sehen, wie viel Arbeit das macht. So, das sind die Sachen für heute. Ein Beispiel, der Lieferdienst. Kostet eher, als dass er etwas einbringt, wird von den Kunden heutzutage aber erwartet. Probleme hin oder her, ans Aufhören denkt die 58-Jährige noch lange nicht. Das hat mit der Leidenschaft für den Beruf zu tun, aber auch mit Verantwortungsgefühl, Stichwort medizinische Grundversorgung. Gedanken zum Schichtende. Wenn es immer weniger Stationen so vor Ort gibt, dann glaube ich, dass das ganz problematisch wird mit der Versorgung. Also ich sehe uns immer so als letzte Gesundheitsbastion noch. Wir sammeln halt viel, auch wenn Ärzte nicht da sind. Ein gewisses Netz an Vorortapotheken halte ich für unabdingbar. Die Menschen in Stahnsdorf dürften wissen, was sie an ihrer Apotheke haben. Die politischen Entscheider im nahen Berlin nicht unbedingt. Von der Apotheke geht es jetzt bei uns direkt auf die Schiene. Hand aufs Herz, liebe Zuschauer, können Sie noch etwas mit dem Begriff Ferkeltaxe anfangen? Was nach einer steuerlichen Belastung für landwirtschaftliche Nutztiere klingt, war in Wirklichkeit früher ein wichtiges Verkehrsmittel. Die Kollegen von Uckermark TV klären auf. Ferkeltaxe ist die liebevolle Bezeichnung für ein Gefährt, das in einigen Regionen der Uckermark noch bis in die 90er Jahre hinein im Einsatz war. Wer noch DDR-Bürger war, hat vermutlich auch mal drin gesessen. Im Schienenbus mit Beiwagen, auch als Triebwagen bekannt. In Fachkreisen wird er leichter Verbrennungstriebwagen genannt. Auf dem Gelände des Eisenbahnmuseums Gramsow steht ein besonderer Vertreter seiner Art. Die Eisenbahnbezeichnung war VT171003 und das ist das erste Nullserienfahrzeug und wurde 1962 von der Deutschen Reichsbahn abgenommen. Gebaut worden ist er im Waggonbau Bautzen. Der Gramsower Triebwagen ist einer der ältesten, die überhaupt noch aufzutreiben sind. Jedenfalls in diesem Zustand. Alles ist noch original. Das Sprellakat an den Wänden, die Sitze, die Mülleimer, die Gardinen an den Fenstern, der Fußboden, der Führerstand, der Motor, ja sogar die Toilette. Nichts wurde umgebaut. Die Gramsower Ferkeltaxe ist original erhalten. Ein Detail an diesem Triebwagen ist etwas ganz Besonderes. Das Panoramafenster. Nur ganz wenige dieser Fenster wurden seinerzeit verbaut. Diese Scheibe kam aus dem nichtsozialistischen Ausland. Das wurde anscheinend auf die Dauer zu teuer. Der Triebwagen, der in Gramsow auf seine Restaurierung wartet, ist allerdings nie in der Uckermark gefahren. Wurde dann von der Deutschen Reichsbahn eingesetzt. Der war zum Beispiel in Leipzig, der war in Wustermark, der war in Wittenberge. Zum Schluss war er in Putlitz im Einsatz und dann in Stendal wurde er dann ausgemustert. Das gute Stück kam dann per Schiene über Prenzlau nach Gramsow. Dort hat sich eine Interessengemeinschaft gegründet. Deren Mitglieder haben sich vorgenommen, diesen Triebwagen wieder betriebsfähig zu machen. Ein ambitionierter Plan, aber die Voraussetzungen sind so schlecht nicht. Wenn man alles noch hat an Teilen, die in den Fahrzeug drin und dran sind, kann man ja versuchen, die aufzuarbeiten. Angefangen vom Motor, Getriebe, Innenraum ja sowieso, ne, und dann Fahrpult. Und dann wäre es ja praktisch wie original, wenn alles wieder dabei sein könnte. Der Motor ist das Problem, dass wir noch klären müssen, ob der Motor zum Aufarbeiten würdig ist. Und wenn das geht, dann würde man ihn aufarbeiten. Und dann muss man gucken, dass man die Teile, die man dann zum Fahren braucht, auch dann als Ersatzteile vielleicht sich auch hinlegt oder auch beschafft mit. Das ist ja schon die Herausforderung. Weil die Motore wurden ja dann zur Deutschen Bahn AG Zelt dann ausgebaut, da kam dann immer ein Motor rein. Das wollten wir aber erstmal nicht tun. Wir wollten den Originalmotor hier, möchten ihn eigentlich zum Laufen bekommen.
Überdies hat der Triebwagen einen Achswendegetriebeschaden. Das Radreifenprofil der Achsen ist heruntergefahren und die Karosserie hat stark gelitten. Das Blech hat bereits Löcher. Eines ist klar, billig wird das nicht. Das weiß man auch in Gramsow. Das ist jetzt die Aufgabe der Interessengemeinschaft, diese Mittel einzuwerben, bis hin über Spenden oder Fördermittel. Wobei man auch dazu sagen muss, wir erst noch einen genauen Kostenrahmen ermitteln müssen, was das Gesamtpaket kosten wird. Die Ferketaxe muss innen und außen aufgearbeitet werden und soll schließlich irgendwann auf der Museumsbahnstrecke nach Damme und wieder zurück nach Gramsow fahren. Wer dieses Vorhaben unterstützen möchte, ob mit einer Spende oder tatkräftiger Unterstützung, kann dies gerne tun. Wie überall in Deutschland ist natürlich auch im Land Brandenburg der Fachkräftemangel deutlich zu spüren. Vor allem die Gastronomie klagt seit der Pandemie über zu wenig Personal. Kann die moderne Technologie hier ein Teil der Lösung sein? Einige Gastronomen wagen das Experiment und lassen das bestellte Essen künftig von sogenannten Dienstleistungsrobotern servieren. Ist der nicht süß? Die Kollegen von OSF berichten. Was machen, wenn es keine Servicekräfte in der Gastronomie gibt? Vor dieser Frage stehen viele Gastronomen derzeit. Was sind die Folgen? Verkürzte Öffnungszeiten, kleinere Karten oder man schließt den Laden einfach zu. Man hört eben auf zu produzieren, hieß es ja unlängst aus der Politik. Oder man geht einen anderen Weg. Technologie macht es möglich. In der Inselgaststätte in Eisenhüttenstadt ist vor einiger Zeit ein neuer Mitarbeiter eingezogen. Ja, der Neue wohnt und arbeitet in der Gaststätte. Einen ungewöhnlichen Namen hat er auch, Bella. Ja, man muss hier von der, die oder das abweichen. Kein Mann, keine Frau, sondern Bella eben. Roboter halten nicht nur in der Industrie Einzug, eben auch in der Gastronomie, so wie hier in der Inselgaststätte in Eisenhüttenstadt. Eine Arbeitserleichterung für meine Angestellten. Ganz einfach. Und Personal kriegen wir eh nicht mehr. Das kannst du abschminken, das ist vorbei. Deswegen die Entscheidung. Deswegen die Entscheidung, genau so ist es. Und ich möchte eigentlich auch noch eine Weile hier weitermachen. Ne? Und wenn man das so will und mit weniger Arbeitskräfte muss man sich irgendwas einfallen lassen. Und es ist schön, wenn sowas auf den Markt kommt eben. Wo man die Gäste dann auch wieder ganz normal und freundlich bedienen kann. Weil letztendlich ja der reine Arbeitskraft, der Mensch an sich, ist ja noch da. Er ist nur weniger geworden als eine Person. Ja, er ist noch da, doch er müsste es nicht sein. Die Service-Roboter können auch Bestellungen aufnehmen, das Essen an den Tisch bringen und Geschirr in die Küche zurücktransportieren. Und er könnte sich auch mit den Gästen unterhalten. Die KI ist dazu in der Lage. Doch Ronald Minak, der die Gaststätte betreibt, will wohl eher denen, die noch in der Branche zur Verfügung stehen, die Arbeit erleichtern. Jeder Tisch hat eine Nummer, die programmieren wir dem Gerät ein. Das heißt, wenn die Küche sagt, Tisch 12 hat hier zum Beispiel vier Getränke oder vier Essen oder sonst irgendwas, dann schicken wir das Gerät an Tisch X und dann fährt er quasi automatisch an den Tisch hin und der Kellner kann dann am Tisch die Speisen und Getränke dann dem Gast servieren. Kann zum Beispiel schmutzige Sachen wieder mit in die Küche zurückschicken und hat somit mehr Zeit wiederum für den Rest der Gäste. Ja. Ob es in Zukunft dann auch von den Gästen angenommen wird, das Essen über Bella zu bestellen, die Speisen und Getränke vom Tablett zu nehmen und das alte Geschirr zurückzustellen, muss man abwarten. Wie reagiert der Gast? Wird das eher abweisen oder wird das annehmen? Alle, wirklich alle Betreiber mitteln uns, dass es ein Eyecatcher ist. Ja, und dass die Gäste es mit Freude sehen und auch wirklich in die Kommunikation mit dem Gerät gehen. Explizit durch dieses, Sie sehen diese Verniedlichung des Gerätes mit Hilfe einer Katze, das kommt bei den Gästen super an. Und die Gäste verstehen es auch, dass der Betreiber eben eine Hilfe für sein Personal braucht. Und das wird immer begrüßt. Und Bella ist tatsächlich eine Hilfe für die Inselgaststätte. Doch Bella muss lernen, sich in den Räumlichkeiten zurechtzufinden. Dabei hilft die Technologie, mit der Service-Roboter ausgestattet ist. Wir haben hier hoch viel Technik drin stecken, sehr viele Sensoren. Laser, LiDAR-Scanner sind drin, RGBD-Kameras für Hinderniserkennung, eine
ordentliche Recheneinheit. Ein Antrieb erfolgt über zwei starke Motoren, ähnlich wie bei einem E-Scooter, bei einem großen. Und so kann das Gerät mit verschiedenen Kameras, orientiert es sich im Raum und entsprechend weicht er Hindernissen aus und findet so quasi, wenn wir die Karte, wenn wir die Räumlichkeiten einprogrammiert haben, immer seinen Weg zu den Tischen oder in die Küche oder wo auch immer er hin soll. Dazu wird die Gaststätte genau gescannt und eine Karte erstellt. Können wir kurz einmal ablaufen, dass ich weiß, wo wir... Wir machen mal, wir fangen mal ganz normal, so wie ich das denke, und jetzt wird es besser. Genau. So kann man nämlich dann hier aus dem Umlauf. Die genaue Positionierung am Tisch, auch das ist Teil der Programmierung. Wo der Laser quasi also durchs, wo der durch, Glas, durchs Fenster geht. Hm? Durchs Glas nach draußen natürlich schaut, ja. Ja. Ja, dann haben wir hier die Bar, ja. Sieht man schön. Und dann findet sich Bella zurecht, oder... Nach einer Korrektur der Raumerkennung kann dann auch Tisch 28 bedient werden. Das heißt, er kann jetzt nachher zu dem Tisch da hinten nur hier lang fahren. Ja. Und von da hinten fährt er rum. Das ist cool. Vorsicht, Ihre Lieferung ist unterwegs. Miau. Und so ist Bella nun ein Mitarbeiter in der Inselgaststätte in Eisenhüttenstadt und hilft dem Personal bei der Arbeit. Das ist ein Weg, dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Die KI hat Einzug gehalten im ganz normalen Alltag der Menschen. Und so sollte man sich daran gewöhnen, wenn Bella an den Tisch kommt und spricht. Hallo, Ihre Bestellung ist da. Und wir sind am Ende angelangt. Im Namen aller beteiligten Regional- und Lokalsender bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Brandenburg-Journal wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen noch eine schöne Zeit. Machen Sie was draus.